Hi, das hier ist ein Flanksteak-Wrap. Ich bin heute hier zu Gast bei Tobias von tobias.grill.de und wie wir diesen Flanksteak-Wrap gemacht haben, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Fangen wir an mit den Zutaten, die wir für unser Flanksteak-Wrap brauchen. Los geht's mit dem Flanksteak. Das hier sind 620 Gramm Flanksteak von YouBeef.de. Dann haben wir da Tortilla-Wraps bzw. so Weizen-Tortillas. Dann werden wir brauchen ein bisschen Salz, Creme Fraiche, eine Hot Sauce. Dann habe ich hier Olivenöl stehen und eine gusseiserne Pfanne sowie Spitzpaprika, Zwiebeln und Knoblauch. Das sind also die Zutaten, die wir brauchen. Ich bereite jetzt schon mal vor, dass ich die Spitzpaprika, Zwiebeln und Knoblauch klein schneide, dass wir uns die Schnibbelarbeit für draußen ein bisschen aufheben, denn draußen regnet es gerade ganz blöd und dann geht es gleich am Tisch weiter. So, los geht damit, dass wir eben wie gesagt die Zwiebeln und die Spitzpaprika in Streifen schneiden. Also bei den Zwiebeln braucht ihr euch gar nicht so viel Mühe zu geben, einfach in schönen Streifen schneiden, dass wir gleich dann eben, wenn wir den Wrap füllen, auch ein ordentliches Stück Zwiebel da finden werden. Weiter geht's mit der Spitzpaprika. Da machen wir es einfach so, dass wir da das Ende abschneiden, sie halbieren, dann das Kerngehäuse rauslösen und dann, so wie sie dann halbiert sind, einfach den Streifen schneiden. Auch da wollen wir ja dann, wenn wir den Wrap füllen, was haben, was man sehen kann. So, die Schnibbelarbeit ist erstmal abgeschlossen. Hier ist der Knoblauch, Spitzpaprika und die Zwiebeln. Und hier im Vordergrund seht ihr jetzt ein Glasgefäß, wo eben schon ein Becher Creme Fraiche drin ist. Wenn ihr euch jetzt fragt, hier Glasgefäß, vielleicht ist euch das bei dem einen oder anderen Video schon mal aufgefallen von tobias.grill.de. Ich bin heute bei ihm zu Gast und wir grillen eben hier einen kleinen Fingerfood. Und ich möchte diesen Creme Fraiche jetzt noch ein bisschen schärfen. Und zwar habe ich hier vom Sascha die Fire Pit Soße bekommen. Witzigerweise ist das eine Jalapeno Sweet Pepper Soße. Das heißt also, vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mal ein Video darüber gemacht, wie ihr die selber machen könnt. Also sehr, sehr, sehr ähnlich der meinen und daher auch wirklich super, super lecker. Und die werden wir jetzt benutzen, um eben das Creme Fraiche hier ein bisschen zu schärfen. Also ich denke mal so 1,5 bis 2 gute Esslöffel sollten reichen und tun auch nicht allzu sehr weh. Und das Ganze verrühre ich jetzt. So, unsere Hot Creme Fraiche ist fertig. Jetzt haben wir noch hier unser Flanksteak, das ich noch kurz vorbereiten möchte. Dafür werde ich es ein bisschen einritzen. Ihr seht, die Fleischfasern laufen hier so entlang. Und ich werde jetzt einfach mit einem scharfen Messer einfach darüber ziehen und gar nicht tief einschneiden, also ihr sollt jetzt nicht da bis zur Hälfte durchschneiden, dass ihr dann so einen Lappen da kriegt, sondern einfach das Messer drüber ziehen. Und dann noch so 2-3 Mal in die entgegengesetzte Richtung. Das Ganze machen wir auf der Rückseite auch. Dann wird das Flanksteak jetzt noch von beiden Seiten ein bisschen gesalzen. Ruhig das Salz in diese Schlitze reindrücken, dann haftet es besser an. Und jetzt geht es raus an den vorgeheizten Grill. Den Kugelgrill habe ich jetzt vorbereitet und habe eine gusseiserne Pfanne hineingestellt. Die ist jetzt auch inzwischen schon richtig schön vorgeheizt. Da kommt jetzt ein bisschen Olivenöl rein. Okay. So, als erstes kommt der Knoblauch. Dann kommen die Zwiebeln hinterher. Und die dünsten wir jetzt erstmal ordentlich an. Wenn Zwiebeln und Knoblauch dann angeschwitzt sind, kommt unser Spitzpaprika mit dazu. Und jetzt rühren wir das ein bisschen um und lassen das in aller Seelenruhe
ein bisschen anrösten bzw. anbraten. Inzwischen riecht es hier wunderbar nach gebratenen Zwiebeln und Paprika. Und vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, was das für ein Geräusch ist, was hier im Hintergrund ist. Das hier ist der kleine GMG Pellet Smoker vom Tobias. Und da ist eine Überraschung für mich drin. Also das, was drin ist, habe ich schon gesehen und das zeige ich euch auch. Aber was das ist, weiß ich selber nicht genau, aber ihr könnt es rausfinden, indem ihr jetzt einfach den Link anklickt, den ich euch oben einblende und euch das Video auf dem Kanal von Tobias anschaut. Wie gesagt, es ist ein Überraschungsgericht für mich und ich bin selber gespannt, was es am Ende wird. Auf jeden Fall freue ich mich drauf und jetzt geht es weiter mit unserem Flankwrap. Die Paprika und Zwiebeln sind jetzt ausreichend angeröstet bzw. angebräunt. Die schiebe ich jetzt beiseite. Leute, das ist eine Gusspfanne, ne? Handschuhe anziehen, kennt ihr. So, jetzt haben wir hier unsere Kohle und da kommt jetzt unser Flanksteak drauf. Richtig schön vorgeheizten Grillrost, Flanksteak drauf und jetzt einfach mal 2-3 Minuten angrillen von der Seite und dann drehen wir es. So, 3 Minuten später, Zeit unser Flanksteak zu drehen. Boah, das sieht absolut fantastisch aus. Jetzt nochmal 3 Minuten von der anderen Seite. Oh, hört ihr, das was da jetzt gerade so knackt, das ist das Salz, was runter in die Glut fällt. Ja, Deckel zu und nochmal 3 Minuten weiter grillen. Unser Flank ist jetzt von beiden Seiten schön angegrillt und das ziehe ich jetzt mal hier in die indirekte Zone. Da darf es dann noch gar ziehen bis zu einer Kerntemperatur von, naja, sagen wir mal so 56, 57 Grad. Wir sind hier, ich bin ja hier zu Gast und dann wollen wir es nicht ganz übertreiben mit den 53 Grad. Ja, Deckel zu. Und Temperaturfühler rein und bei 57 Grad werde ich es dann vom Grill holen. So, 5 Minuten später, unser Flanksteak hat die 58 Grad erreicht. Ich nehme es mal runter, lege es jetzt einfach zum Tragen hier in die Pfanne rein und jetzt geht's nach drinnen. Hier sind jetzt alle Zutaten beisammen. Unser Flanksteak, unsere Creme Fraiche mit der Hot Sauce, dann brauchen wir noch ein bisschen Pfeffer. Die Wraps bzw. die Tortilla Wraps habe ich jetzt im Backofen einfach noch mal ein bisschen warm gemacht. Ihr hättet die also ganz genau indirekt nochmal auf den Grill schmeißen können. Einfach halt, damit sie ein bisschen warm sind, dann lassen sie sich einfach leichter rollen. Auf der anderen Seite unsere gerösteten Zwiebeln und Spitzpaprika. Und jetzt geht es damit los, dass wir das Flank mal anschneiden. Sieht auf jeden Fall fantastisch aus, da freue ich mich drauf. Wenn das Flank dann aufgeschnitten ist, wird sich es jetzt noch ein bisschen mit zerstoßenem Pfeffer. Und dann können wir beginnen, unsere Wraps zusammenzubauen. So, dann geht es damit los, dass wir hier unsere Tortilla Wraps haben. Da kommt jetzt ein bisschen was von der Hot Sauce Creme Fraiche mit rein. Dann setzen wir da eine schöne Portion von dem, das was ihr übrigens hier gerade so schmatzen hört, das sind nicht schon die Esser, sondern das ist ein Hund, der gerade trinkt. So, dann legen wir von dem Flanksteak ein paar Scheibchen da rein. Und jetzt geht es ans Zusammenwickeln. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ihr klappt hier unten das Ende um. Beziehungsweise ihr dreht es euch am besten erstmal. Ihr klappt das Ende um, geht dann von der einen Seite rüber und zieht euch die so ran, dass sich das quasi von alleine hält. Und dann wickelt ihr es ein. Und der Wrap ist fertig zum Essen. Und ja, genau das werden wir jetzt machen. Dann ist es jetzt an der Zeit, unseren Flanksteak Wrap zu probieren und ja, dann hau rein, ne? Also ich finde, ich habe es mit der Schärfe nicht übertrieben. Nee, überhaupt nicht. Ja, sehr lecker. Super saftig durch die Zwiebeln und durch den Paprika. Das Fleisch natürlich herrlich zart, so wie es sich gehört. Ja, eigentlich total simpel, solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video wie immer einen Daumen nach oben geben würdet.
und mir einen freundlichen Kommentar hinterlasst. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, könnt ihr das jetzt da oben in der Ecke nachholen. Würde mich tierisch freuen. Wir sehen uns so jeden Donnerstag pünktlich um 19 Uhr mit einem neuen Video. Allen anderen Abonnenten, danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen und Tobias von tobias.grill.de. Seinen Kanal blende ich euch oben ein. Solltet ihr auf jeden Fall mal besuchen. Also, macht's gut. Bis nächste Woche. Bis dann. Das ist echt geil. Ja. Das ist richtig, richtig geil.